Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Lunch-Update begrüßen. Krieg, Inflation und Geldpolitik. Es gibt unheimlich viele Themen, die menschlich bewegen. Es gibt sehr viele Themen, die Anleger auf dem Schirm haben müssen. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man sich zu den verschiedenen Themen äußern möchte. Von daher, ich gehe davon aus, wir sind alle empathische Menschen. Jeder ordnet die Situation so ein, wie er das selbst für richtig hält, unterstützt dort, wo es ihm möglich ist. Und von daher möchte ich mich heute wirklich auf die Kapitalmärkte konzentrieren. Ich denke, meine Einschätzung zur Situation und ob Wladimir Putin bereit und in der Lage wäre, strategische Atomwaffen einzusetzen oder ob er das nicht tun wird oder ob man sich in der Ukraine morgen, übermorgen oder in 3 Wochen einigen wird und unter welchen Konditionen, das alles möchte ich Ihnen an diesen Stellen ersparen, weil ich weiß es natürlich auch nicht. Und von daher möchten wir uns den Blick auf die Kapitalmärkte hier entsprechend zum Herzen nehmen und die wesentlichen Aspekte rausgreifen, die man im aktuellen Umfeld bedenken könnte. Zunächst die Entwicklung der Kapitalmarktpreise im aktuellen Kalenderjahr. Hier ist vorauszuschicken, dass diese bei weitem nicht so spektakulär sind, wie man bei dem Blick auf die Schlagzeilen meinen könnte. Auf der einen Seite der Krieg in der Ukraine, die exorbitanten Anstiege bei den Energiepreisen, die politischen Sanktionen, die Antworten Russlands dementsprechend. Also unheimlich viele Schlagzeilen, aber der Kapitalmarkt, da sehen Sie hier schon, der hat noch relativ entspannt reagiert. Wir sehen den globalen Aktienmarkt, Sie sehen das hier, MSCI, Aktienindustrienationen, minus 5,7%, die Schwellenländer minus 6%. An der Stelle sei angemerkt, dass Russland weder im globalen Aktienmarkt noch im Index der Schwellenländeraktien eine exorbitant hohe Rolle spielt. Von daher das Thema aus der direkten Perspektive ohnehin nicht groß relevant. Aber es sind natürlich die indirekten Implikationen der verschiedenen Auswirkungen, die die Kapitalmärkte hier bewegen. Was, glaube ich, für viele Marktteilnehmer interessant ist, ist der Blick auf die Staatsanleihen. Sie sehen das hier, 10-jährige deutsche Staatsanleihen minus 5,6%, US-Staatsanleihen minus 7%. Also auch hier am Rentenmarkt, da sieht man wohl doch nach Jahrzehnten der sehr positiven Entwicklung nun ein sehr schlechtes Kapitalmarktjahr, vielleicht auch historisch, was die Ausmaße angeht, das bleibt es zu beobachten. Aber dieser Effekt, der ist natürlich durchaus bemerkenswert in der Portfoliokonstruktion. Wenn Sie sich an beliebte Portfolios erinnern, die zu 60% aus Aktien und zu 40% aus reinen Staatsanleihen bestehen, dann stellen Sie eben fest, sowohl die Aktien sind gefallen als auch die Anleihen. Und am Ende des Tages sind die Anleihen sogar noch stärker gefallen als die Aktien. Und das führt natürlich einiges ad absurdum, was die klassische Kapitalmarkttheorie, was viele klassische Modelle der Portfoliooptimierung und Konstruktion hier vorsehen. Und von daher haben Anleger nicht nur Arbeit auf Ebene der globalen Allokation, sondern insbesondere auch die Strukturierung der Rentenquote und den Ersatz der Renten mit anderen Investments, die entsprechend Risiko streuen und diversifizierend wirken können. Das ist, glaube ich, die große Kernfrage, mit der man sich strategisch nach vorne hin auseinandersetzen muss. Aber de facto ganz interessant, dass, wie gesagt, defensiver ausgerichtete Portfolios dieses Jahr in dieser Stressphase durchaus eine schlechtere Wertentwicklung zeigen als per se offensiver ausgerichtete Strategien. Also auch hier, man muss es wirklich im Blick halten. Und wenn Sie das auch lesen in den Informationen der Banken, in den Risikoaufklärungen nach Wertpapierhandelsgesetz und Co., dann stellen wir fest, dass da Realität und Annahme doch aktuell sehr weit auseinanderliegen. Der DAX, klar, ein zyklischer Index in Europa. Wir hängen stärker natürlich an den Themen dran, die hier passieren. Der Euro Stoxx 50 auch als europäischer Index. Also wir sehen, die globale Diversifizierung hätte sich auch dieses Jahr wieder positiv bemerkbar gemacht. Der Rückgang eines globalen Portfolios war deutlich geringer als eines fokussierten deutschen Portfolios. Gold endlich, möchte man sagen, mal mit einer entsprechend positiven Wertentwicklung, die nicht nur aus der Euro-Schwäche und der Dollar-Stärke resultiert. Und das große Thema natürlich Energiepreise, Sie allen werden es mitbekommen, teilweise auch schon Mitteilungen bekommen, der Stromversorger, die Abschlagszahlungen werden nun erhöht um 20-30%, so zumindest meine persönliche Erfahrung hier mit dem Büro und mit der privaten Immobilie. Also das große Thema natürlich hier die
Energiepreise, die extrem volatil sind, sprich Energiepreise, die Ölpreise mal eben auf 130 gestiegen, dann fallen sie auf 100 zurück, dann steigen sie wieder. Unheimlich starke Volatilität natürlich hier auch mit drin. Man kann da sehr viel falsch machen. Und der Appell an dieser Stelle nur, wenn Sie sich in Rohstoffprodukten engagieren, schauen Sie vorher, dass Sie die Begriffe Contango und Backwardation verstehen und dass Sie wirklich nachvollziehen können, wie ein Rohstoffzertifikat oder ein Rohstoff-ETC genau funktioniert oder wie auch die Rohstoffindizes funktionieren, auf denen der ETF basiert, den Sie letztlich erwerben. Also mit dieser Thematik kann man sich auch als Profi durchaus einige Tage beschäftigen. Nun sind die Kapitalmarktpreise natürlich immer das eine. Wichtig ist ja die Entwicklung im Portfolio. Und ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht für ein typisches ausgewogenes Portfolio. Ungefähr 50% Aktien, ungefähr 50% Renten als Vergleichsmaßstab. Und da sieht man das auch wiederum sehr gut in diesem Portfolio mit den aktuellen Daten. Sie sehen es hier, Jahresentwicklung minus 3,22%. Und dass unserer Erfahrung insgesamt, dass die Anleger, dadurch, dass sie in den Schlagzeilen immer nur die sehr starken Kursausbrüche sehen, also einzelne Indizes wie der DAX oder einzelne Rohstoffe, geht der Blick für die Entwicklung eines diversifizierten Portfolios etwas verloren. Und Sie sehen das hier, ein diversifiziertes Portfolio dieses Jahr 3,22%, hat letztes Jahr irgendwo zwischen 12% und 15% plus gemacht, also ist immer noch sehr komfortabel entsprechend hier in der im positiven Bereich. Sie sehen, wo kamen natürlich die positiven Beiträge dieses Jahr her? Die kamen natürlich entsprechend aus den Rohstoffen, da ist auch Gold mit drin. Die Anleihen natürlich mit negativem Beitrag, aber deutlich weniger negativ als das, was wir am Markt gesehen haben. Also, wer etwas mitgedacht hat bei den Anleihen, etwas mehr Inflationsgründe Anleihen, etwas weniger Duration, der konnte hier doch relativ Mehrwert generieren. Dann sehen wir entsprechend natürlich hier auch nochmal dann die Aktienfonds, dementsprechend auch hier, Sie sehen es, 5,7% der negative Beitrag, das passt gut zur Wertentwicklung. Und von daher auch der Aufruf hier immer, Marktbewegungen sind das eine, die Einordnung in ein diversifiziertes Portfolio, die sind durchaus anders und von daher ist auch diese Messung des Portfolios natürlich immer wichtig. Wenn wir uns einen detaillierten Blick auf Portfolios erlauben, dann stellen wir aktuell fest, dass viele Anleger der Meinung sind, dass sagen, na gut, Energiepreise steigen, ich bin global investiert, also bin ich doch in Öl- und Energieaktien immer auch entsprechend mit investiert. Und wir sagen dann häufig, na, das stimmt nicht ganz, weil Energietitel an der globalen Aktienmarktverteilung einen relativ geringen Anteil machen. Das liegt daran, dass die Indizes marktkapitalisierungsgewichtet werden und aufgrund der Schwäche der Energieaktien in den letzten Jahren ist der Prozentsatz als Anteil am Index relativ gering. Die Indexgewichtung ist immer prozyklisch. Deswegen, Sie sehen das hier, der Blick auf das Portfolio, der Durchblick durch alle Positionen, seines Einzelaktien, seines Fonds oder seines ETFs, der ist natürlich wichtig. Und dann sehen Sie auch hier in einem sehr gut diversifizierten Portfolio, dass eben der Anteil an Energietiteln nicht besonders hoch ist. Auch hier sind das nur 3-4% und das dementsprechend, glaube ich, ein Aspekt, der klar sein muss. Wenn ich einfach nur einen Index kaufe, ist der Energietitelanteil sehr gering. Kaufe ich vielleicht ein Value-Tilted ETF, dann habe ich immer noch die Thematik, dass Energieaktien immer noch niedrig gewichtet sind, weil die Sektorallokation neutral ist zum sogenannten Mutterindex. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist zum jetzigen Zeitpunkt, aber wenn ich der Meinung sein sollte, dass Energieaktien aus Gründen der Inflationssicherung einen höheren Anteil in meinem Portfolio sein sollten, dann muss ich zuerst mein Portfolio in der kompletten Durchschau analysieren. Dann sehen wir auch, der Anteil der Energietitel, Grundstoffe und Ähnliches sich darstellt und dann überlegen, wie bekomme ich direktes Exposure. Und das werde ich nicht über einen Value-ETF hinbekommen, sondern dann werde ich wahrscheinlich einen Branchen-ETF wählen müssen, der sich explizit in dieser Branche eben hier engagiert, der eben die bekannten Öl- und Energietitel entsprechend abbildet. Also auch das noch ein großes Thema und hier zeigt sich auch mal wieder, warum man das Thema Indexgewichtung nicht als Gott gegeben hinnehmen sollte, sondern natürlich hinterfragen muss, ob die Indexgewichtung und die Gesamtkomposition in Ihrem Portfolio, die aus verschiedenen Indizes und Fondsstrategien resultiert, dem entspricht, was in dem aktuellen Umfeld
zukunftsgerichtet für sinnvoll hält, weil die Indexgewichtung und auch die Positionierung vieler aktiver Manager, die ist natürlich immer rückwärtsgerichtet und reflektiert das, was in der jüngeren Vergangenheit am besten gelaufen ist. Also muss der Anleger auf seiner Ebene da noch einige Arbeit tun. Das Thema Inflation, Sie sehen hier die Inflationserwartungen im langfristigen Bereich, die steigen an, obwohl die Notenbanken sich deutlich hawkischer in der Kommunikation gezeigt haben, also falkenhafter, was eine straffere Geldpolitik impliziert, als man das erwartet hat. Man macht nun deutlich, dass man Inflation ernst nimmt. Die Hoffnung ist hier natürlich auch immer, dass dann die langfristigen Inflationserwartungen zurückkommen. Stand jetzt muss man sagen, das ist noch nicht passiert. Trotz der strafferen Kommunikationspolitik, was die Geldpolitik angeht, sehen wir entsprechend steigende Inflationserwartungen. Was bei der Notenbank-Sitzung in der letzten Woche ein bisschen untergegangen ist, wenn man nur auf die Schlagzeilen blickt, ist folgender Sachverhalt. Sie sehen hier die Daten, die man im Dezember erwartet hat, das Wirtschaftswachstum damals, real ist nominell abzüglich Inflation gleich real. Damals ging man noch von 4% aus, heute geht man von 2,8% aus. Die Schlagzeile lautet dann, US-Notenbank erwartet geringeres Wachstum. Dazu noch Inflationsrate auf Basis der Komponente, die FED im Fokus hat, heute 4,3% versus 2,6% im Dezember, also höhere Inflation bei weniger Wachstum. Was hier allerdings untergeht, ist die nominelle Betrachtung. Nominell ist ja eben reales Wirtschaftswachstum plus Inflationsrate. Und wenn Sie die Werte für Dezember hier aufaddieren, dann haben Sie 2,6% Inflation plus 4% reale Wirtschaftsleistung, sind also 6,6% nominelle Wirtschaftssteigerung, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft, also 6,6% im Dezember. Aktuell 4,3 plus 2,8 gibt 7,1. 7,1 nominell ist mehr als 6,6. Von daher, die Notenbank ist, glaube ich, gar nicht so negativ, was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, sondern man sagt ganz klar, nominell wird es wachsen, das ist gut für die Schuldentragfähigkeit, weil die Wirtschaftsleistung steht im Nenner, die Schulden stehen im Zähler, daher ist die nominelle Betrachtung durchaus wichtig. Aber es bleibt eben mehr auf der Strecke, eben als Preis für die Inflation. Und von daher, auch da gilt es sehr fein zu differenzieren und diese Aussagen hier entsprechend einzuordnen. Im Atemzug, wo wir sehr stark steigende Zinsen sehen, das Thema Zinsstrukturkurve wird sehr stark diskutiert. Sie sehen hier in blau dargestellt die 10-Jährigen versus die 2-Jährigen, in rot dargestellt die 10-Jährigen Renditen minus die 5-Jährigen. Wir sehen, dass man hier entsprechend schon im negativen Bereich ist oder auf den negativen Bereich zuläuft. In der Historie war das oft ein guter Indikator dafür, dass eine Rezession droht in den nächsten 6 bis 24 Monaten. Leider Gottes, der Zeitraum relativ lang. Noch dazu, wenn Sie die Erträge am Aktienmarkt betrachten, häufig in der späten Phase des Konjunkturzyklus sind die Erträge am Aktienmarkt noch relativ hoch. Also von daher, für das Timing und die Feinsteuerung der Aktienquote lassen sich aus dieser Zinsstrukturkurvendiskussion noch keine klaren Argumente für die taktische Positionierung der Aktienquote finden. Man muss es im Blick haben, man muss schauen, wie es in den anderen Nachrichtenfluss eingeordnet wird. Aber ganz klar, wir sehen natürlich auch, dass die Notenbanken sich hier aus dem Markt zurückziehen. Damit fällt ein großer Nachfrager weg. Wir sehen gleichzeitig, dass neue Schulden emittiert werden. Und aus der Angebots-Nachfragesituation sehen wir eben, wie man das erwarten würde, entsprechend steigende Preise. Das heißt, steigende Renditen in diesem Sinne, also fallende Preise bei den bestehenden Anleihen. Und das Ganze auch nochmal zu transportieren in unsere Welt, nach Europa, in die Eurozone für die deutschen Bundesanleihen und diesen Zinsbewegungen, die wir gesehen haben, die ist doch relativ stark. Sie sehen, dass hier die 10-jährigen Renditen aktuell wieder positiv 0,435%. Sie sehen, da waren wir auch mal spiegelbildlich im Minus bei 0,5, 0,6. Also sprich, das war schon eine ordentliche Bewegung. Das sehen wir bei Baufinanzierung und anderen Finanzierungen natürlich auch dementsprechend. Und aktuell, wenn Sie die Charttechniker fragen, die sagen alle, naja, zumindest die meisten, die Zinsen gehen weiter nach oben. Also der Trend ist da sehr klar. Und das heißt natürlich auch weiterhin, dass Anleihen und zinssensible Anlageklassen davon betroffen sind. Im ersten Schritt, klar, die Anleihen, im zweiten Schritt vielleicht
dann auch Aktien über die Diskontierungsfaktoren, im dritten Schritt vielleicht auch illiquide Segmente wie Immobilien, Infrastruktur oder auch Private Equity. Also da muss man sehr genau schauen und muss differenzieren bei den einzelnen Vermögensklassen, was sind die verschiedenen Inputfaktoren, was sind die verschiedenen Risikoprämien, aber ich denke, es muss klar sein, die Welt, die wir jetzt haben und die Welt, die vor uns liegt, macht deutlich mehr Arbeit in der Detailanalyse und in der Interpretation von Themen als das, was wir in der Phase der letzten Jahre gesehen haben. Ob das aktuell übersehen wird, hier in der Überschrift, Sie sehen hier einen Abgleich, den die Citigroup regelmäßig vornimmt. Dort schaut man die Differenz an zwischen erwarteten volkswirtschaftlichen Daten und realisierten Daten. Und da sehen Sie, dass wir hier jetzt auch jüngst, speziell in China, sehen wir Daten, die besser waren, als man das erwartet hat. Insgesamt muss man sagen, die Erwartungen waren zum Teil auch schon so negativ, dass die Daten zwar nicht absolut positiv sind, aber weniger negativ, als man das erwartet hat. Einzelne Indikatoren zeigen auch bereits, dass wir das Peak bei den Engpässen der Lieferkette bereits überschritten haben. Also quasi, es wird jetzt nicht auf einen Schlag besser, aber es wird relativ besser. Und auch bei der chinesischen Covid-Politik muss man eben sehr genau hinschauen, wird man weiterhin sofort sehr streng reagieren bei Corona-Infektionen oder wird man etwas lockerer werden, zumindest in der Hinsicht, dass man die Häfen offen lässt, dass die Produktion entsprechend stattfindet, weil das auch aufgrund der Funktion von China als Werkbank natürlich extrem wichtig ist. Also von daher, Sie sehen auch hier, die Frage ist immer, die Lage ist negativ, ja, die Frage ist, was von der negativen Thematik ist bereits eingepreist? Wo kann es positive Überraschungen geben? Und wenn es eben Abweichungen gibt von dem, was eingepreist ist, dann gibt es eben sehr schnelle Bewegungen auch hier entsprechend am Kapitalmarkt. Eine Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist natürlich, ist Europa aufgrund der gestiegenen politischen Risikoprämie, die wir sehen, aufgrund dessen, dass vielleicht die sogenannte Friedensdividende nicht mehr relevant ist, weil wir uns in einer neuen Art kalten Krieg befinden, nicht mehr in der Form, dass sich nur die Atomstreitmächte gegenübersehen, sondern dass die Wirtschaft, die Währung und Ähnliches auch hier im Sinne der Staaten eingesetzt werden, um entsprechende Konflikte auszutragen. Das Thema Cyberangriff ist nochmal ein separates Thema. Und da kann man natürlich die Frage stellen, hier auf Basis der Risikoprämie für Aktien Europa, hier in Grün dargestellt, macht den attraktivsten Eindruck, besser als die globale Ebene und natürlich deutlich günstiger als die US-Ebene. Auf der anderen Seite, die Frage, ist diese Risikoprämie, die auch aus der geopolitischen Thematik resultiert und vielen anderen strukturellen Themen, ist die bereits hoch genug, um europäische Aktien jetzt überzugewichten? Oder muss man sagen, naja, das ist vielleicht eher eine sogenannte Value Trap. Es ist zwar günstig, aber es ist aus einem Grund günstig. Und wir glauben, man sollte sich noch nicht zu offensiv in Richtung Europa positionieren. Vielleicht etwas mehr Europa, als es der globale Aktienindex aktuell darstellt, aber eben jetzt nicht zu sehr davon abweichen und nicht zu sehr Richtung Europa zu allokieren. Von daher auch dieser Blick auf die Märkte, der muss natürlich an dieser Stelle wichtig sein. Von daher die Kernfragen, wenn ich das hier nochmal zusammenfassen darf, wo bekommt man sinnvolle Risikostrukturierung und Diversifikation, wenn Anleihen nicht mehr funktionieren? Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Absolute Return Strategien und Hedgefonds-Strategien, das sind, glaube ich, die beiden großen Themen auf der Asset-Allocation-Ebene. Auf der nächsten Ebene die Frage, Moment mal kurz, wenn wir wirklich zukünftig Energie als Teil der geopolitischen Strategien haben, möchte ich mich als Anleger mehr in Rohstoff- und energiesensiblen Aktien investieren? Wenn ja, wie tue ich das entsprechend? Und dementsprechend auch hier sehen Sie, die Betrachtung des Portfolios ist wichtig und bei diesem ganzen Lärm, bei diesen ganzen Schlagzeilen nicht vergessen, Ihr Portfolio sollte nicht der Markt sein. Und wenn Ihr Portfolio sich so verhält wie der deutsche Leitindex DAX, dann muss man ganz klar sagen, dann sind Sie nicht diversifiziert genug, dann haben Sie dort einige Hausaufgaben zu machen auf der Risikostreuungsebene. So, meine Damen und Herren, das soll es auch an Ausführungen gewesen sein. Ich würde jetzt wieder, wie gewohnt, die Online-Konferenz an dieser Stelle beenden und würde die verbleibenden Teilnehmer noch zur Fragerunde entsprechend einladen. Alle, die uns jetzt verlassen, denen wünsche ich einen schönen Nachmittag. Genießen Sie die Sonne, bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.